Rusky from Palm Springs reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds. Metalltechniker, Lehrberuf. Die Burschen machen eine Spannvorrichtung. Wobei das Kriterium der Spannvorrichtung liegt in der Funktion. Das heißt, es muss eine Funktion erfüllen, das ist das Hauptgewicht. Von der Arbeitstechnik natürlich anreißen, bohren, Gewinde schneiden von Hand aus und die Schweißtechnik. Kriterien Maßgenauigkeit. Die Maßgenauigkeit liegt bei plus minus 0,1 mm, also relativ genau. Dann die Schweißnähte werden geprüft und natürlich die Funktion wird überprüft. Das sind die drei wesentlichsten Punkte. Die entscheiden dann, wer Sieger wird. Ich muss sagen, wenn das Stück nicht bekannt ist, dass er das erste Mal sieht auf der Zeichnung, ist es sehr anspruchsvoll. Es schaut zwar sehr leicht aus, ist aber in seiner Funktion schwierig zu fertigen. Die Aufgabenstellung hier für die jungen Burschen ist, also diese Elektroinstallation zu machen, eine Feuchtrauminstallation, und es geht hier um die Genauigkeit, um die Ausführung, die Verkabelung. Sie sehen hier eine Tasterkassette anzuschließen, dann ein Ventilator und Ausschalter und mit Beleuchtung, also wie man sieht, mit Kontrolllampen, und weiters ist ein Verteiler anzuschließen. Und es wird jetzt, wie gesagt, die Genauigkeit geprüft und nachher auch die Funktion des Verteilers. Ja, ich glaube, sie sind ganz gut drauf. Ich war schon bei der Ausscheidung dabei und sie haben mir eigentlich alle recht gut gefallen. Ich glaube, dass ganz gute Burschen da sind, und wir haben ja Potenzial in unserem Beruf, Gott sei Dank, dass wir immer wieder genug Lehrlinge bekommen. Beim Schaubewerb haben wir folgendes Werkstück, das sollte symbolisieren einen Leuchter, den Leuchter in Form einer Feuerzange und gleichzeitig im Seitenteil ein gelochtes Stück aus Flachmaterial, das zusätzlich angespitzt ist und an der oberen Seite eine flache Tasse hat. Das Ganze soll frei stehen und soll so eigentlich ein Werkstück darstellen, das ohne weiteres auch ein Dekorstück ist. Zusätzlich bei dem Stück als Kriterium gilt, es ist als Material, als Rundmaterial und Flachmaterial gefertigt. Und zurzeit sind insgesamt 3 Stunden zur Verfügung. Es ist insgesamt darauf zu achten, dass man mehrfach absetzt, aber in der richtigen Reihenfolge und die richtige Seite. Dann ein Strecken, ohne weiteres auch von Hand aus, ein Ausschmieden von Hand. Und man kann ohne weiteres auch eine Maschine zur Verfügung nehmen. Als Maschine gilt hier der Lufthammer. Mit dem Lufthammer wird zuerst quadratisch angeschmiedet, das Material dann rund überschmiedet und insgesamt auf eine Gesamtlänge gestreckt und erst zum Schluss geformt. Bei diesem Lehrlingswettbewerb geht es um mechatronische Basisarbeit, Verdrahtung von mechatronischen Systemen. Der Tag hat begonnen, dass man sich einmal orientiert, dass man Programme für diese Verdrahtung zeichnet. Diese Zeichnung wird einmal beurteilt, ob Fehler beinhaltet sind, und nach dieser Zeichnung wird dann auch eine Verdrahtungsarbeit durchgeführt. Es wird benotet die Ausführungsform der Verdrahtung, es wird benotet die Richtigkeit, logisch, weil also nur dann eine Funktion gegeben ist, und letzten Endes die Funktion, ob der Ablauf auch so stattfindet, wie er geplant ist.